Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zur neuen Folge des Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir machen jetzt mal ein bisschen Nebensachen. Ja, ist okay. Wir machen heute mal einen Hexerauftrag. Und zwar die weiße Dame. Aber dafür müssen wir erst mit einer Witwe sprechen. Und dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg dahin. Ich bin mal gespannt, was die so zu erzählen hat, die gute alte Dame, die Witwe. Ich hab dich im Blick, Ja, ist mir egal. Ging schon wieder diese Zettelchen rum. Aber die Quest haben wir ja schon gelöst. Oder ist das schon wieder was anderes? Egal, das habe ich nie. Ärger? Keine Ahnung. Willst du welchen oder was? Lass mich in Ruhe meines Weges ziehen. Ich habe eine Mission. Ach, bei Geralt ist wenigstens schönes Wetter. Nicht so wie bei mir hier. Regnerisch. Mein Sohn ist ein Krieger. Er ist mit Radovid losgezogen, um die Schwarzen zu verdreschen. Welches der Schwerter ist für Menschen? Das, mit dem ich dich absteche, wahrscheinlich. Ey, hier ist so bewölkt, so, das Wetter ist so, Helma! Grüß dich, Helma! Ich bin der Geralt. Oder beziehungsweise, ich bin der Maffi. Das ist Geralt. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ich bin wegen der weißen Dame hier. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Ich konnte sie entziffern, aber ich muss noch mehr wissen. Dann frag mich. Ich habe sowieso Angst, auf die Felder zu gehen. Ich will nicht enden wie Mikro und seine Bande. Mhm. Mikro und seine Bande. Wer sind die? Vier Kerle. Alles Saufköpfe und Taugenichtse. Nach ein paar Gläsern hatten sie die Idee, die weiße Dame zu vögeln, damit sie sich vom Acker machte. Romantiker. Die weiße Dame hat die Jungs verschmäht. Sie liegen noch auf dem Feld. Keiner traut sich, sie zu begraben. Okay. Die weiße Dame sucht eure Felder heim? Ja, an der Hütte vorbei, in der Nähe vom alten Turm. Die Leute sagen, sie hätte sich dort eingenistet. Und? Wirst du uns vor ihr beschützen? Ich werde euch helfen. Ja, ich kümmere mich um sie. Mit härteren Bandagen als der wackere Mikko. Okay. Dann machen wir das mal. Ich nehme erstmal einen Schluck Kaffee. Hat frisch gekocht. Lecker, lecker. Ich glaube, ich habe was gehört. Der Hit vielleicht? Ja. Da, hier ist was. Und Blutlache. Das Blut sehr alt. Aber die Brandspuren sind frisch. Unnatürlich. Das Medaillon vibriert. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat, es hat ihn sehr erschreckt. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Oh, nee, schon wieder eine Mittagserscheinung. Geralt, du brennst. Blasse Haut, aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Ich hatte mit vier Leichen gerechnet. Muss hier irgendwo noch ein... Aha! Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen, in Panik.
Folgen wir doch mal der Spur. Wo ist denn der hin? Ich sollte den Turm untersuchen. Okay. Gott, der arme Hund. Die Blutspur führt zum Keller. Okay. Bisschen was eingesammelt hier. Oh, dem fehlt ein Bein. Wir suchen das. Ach, geht doch. Ghule haben die Leiche runtergeschleift, aber sie haben sie nicht getötet. Die Haut ist unnatürlich bleich und aufgesprungen. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Oh, nee, nicht schon wieder. Sie weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. Okay. Oh, da gab es zumindest schon mal 25 EP. Das ist schon mal gut. Ziemlich wenig, aber es gab was. So. Dann sprechen wir mal mit der alten Dame. Heute ist die halbe Mannschaft schon wieder nicht erschienen. Ich setze meine Hoffnung auf das ewige Feuer. Ja, mach das. Emma, I'm back. Sei gegrüßt, Hexer. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter, arme Luzi. Luzi, sie sollte heiraten, richtig? Ja, ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend, aber älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder und schnitt sich die Venen auf. Mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Luzis Eltern brachten es nicht über Scherz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn, aber töte Luzi. Versprich's mir. Sie soll nicht länger leiden. Geht klar. Okay, okay, okay. Wen verbrennt ihr, wenn wir... Warte mal, Mittagserscheinung. Ach, falsche Taste. Mittagserscheinung, Mittagserscheinung. Mondstaub. Geisteröl und Yard. Ach. Ich bin Geisteröl. Ach hier. Ich habe keinen Mondstaub, verdammt. Nee, leider habe ich keinen Mondstaub. Okay. Warte mal, war das jetzt, schon wieder die falsche Taste. War das jetzt die Nieren, ne? Ja. Wenn ein Halbling Hexer wird, ne? Huh? Boah, dann ist er halt ein halber Hexer. Weiß gar nicht, ob das überhaupt in der Geschichte vorkommt. Da muss ich nochmal in die Bücher schauen.
Eine Geschichte. Nochmal eben den Trank nehmen. Für Heilung. Na komm, ich will dich erlösen. Hm? Mach es mir doch schwer. Lass uns tanzen. Richtig, Baby. Komm, lass uns tanzen. Na, wie lange soll ich noch? Nuki, wo bist du? Die heilt sich. Geht's so nicht? Komm. So, Auftrag ist ausgeführt. Kommen die nicht? Ah, doch, ist ja Mittag. Ich da auf die Uhr gucke, neben der Karte oben, links, wo die Tageszeit angezeigt wird. Gut, dann gehen wir den Auftrag mal ab. War das wieder eine Folge, kurze Folge heute? Ja, egal. Aber dafür habe ich was anderes vor. Das ewige Feuer. Sei gegrüßt, Hexer. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Oh, ist lecker. Vielen Dank. Dein Lohn. Und möge das Glück dir hold sein. Dankeschön. Dankeschön, gute Frau. Dankeschön. Die Leute in diesem Land. Dort ist man schon tote Pferde. Tote Pferde? Ist ja wieder Litsch. Hm. Na, kleines Kind spielt so rein. So, warte mal. Oh je. Ich würde sagen, als allernächstes wirklich in der nächsten Folge machen wir das mal wirklich mal. Decken wir mal einfach ein paar Fragezeichen. Wo und wie, weiß ich noch nicht. Das werde ich mir noch überlegen. Aber dann machen wir wirklich mal, wenn ich mir wieder nicht was anderes einfallen lasse, das ist ja immer so ein Ding bei mir. Sag mal so, und dann kommt es doch anders, als man denkt. Aber ist ja nicht schlimm. Wir wollen ja eh alles machen. Gut. Also, die Folge ist bei diesmal ziemlich kurz wieder, aber wie das Ganze weitergeht. Zeigst du mir dein Schwert? Das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.